noch herzlich willkommen an die Bruckerinnen und Brucker und natürlich auch an die Gäste, die von außen gekommen sind. Ich habe einige gesehen aus Eichenau, aus Grafrath, aus Schöngeising, aus Emmering sind etliche gekommen. Insgesamt, wir haben schon gehört, etwa 1500 Leute. Ich hoffe, dass ich mit meinem eigenen Ordnungsamt kein Problem bekomme, aber das stehen wir schon durch. Ich finde es auf jeden Fall Wahnsinn. Der Blick von hier oben ist ein Traum, aber ehrlich gesagt habe ich es nicht anders erwartet, weil so kenne ich die Bruckerinnen und Brucker und auch die Leute von außen rum. Wenn es darum geht, zusammenzustehen, dann haut das ganz gut hin. Und natürlich stehen wir hier gegen etwas, aber mindestens genauso wichtig für mich ist, wofür wir hier stehen, nämlich für eine offene, tolerante, menschenfreundliche Stadtgesellschaft und Gesellschaft insgesamt. Und das, finde ich, sollten wir jetzt heute hier ganz deutlich zeigen. Und das Gefühl ist gut hier. Ja? Also. In diesem Sinne wünsche ich uns einen freundlichen, angenehmen und friedlichen Abend. Die Drohne wird jetzt dann aufsteigen. Ich habe schon die ersten Bilder gesehen ohne Licht. Schaut wahnsinnig toll aus. An dieser Stelle übrigens auch möchte ich noch mich bei zwei, drei Leuten bedanken, die hier ganz maßgeblich beteiligt waren. Das Orga-Team wurde schon genannt und das Aktionsbündnis für alle mitmacht. Ich möchte mich aber auch noch bedanken beim Norbert Leinweber vom Veranstaltungsforum hier, der also völlig spontan und ohne mit der Wimper zu zucken gesagt hat, kein Problem, machen wir sperren es hier ab. Und der Kinderfasching ist zwar nebenan, aber das stört nicht. Vielen Dank, lieber Norbert. Dann natürlich auch Danke an die Sicherheitskräfte, die außen rumstehen von der Polizei, die das hier auch alles sehr freundlich und geräuschlos für die Sicherheit sorgen. Ich bedanke mich auch bei unserem Bauhof, der jetzt auch noch schnell hier, also nicht das Flatterband, aber die Ständer dafür zur Verfügung gestellt hat. Und bei unserem Drohnenpiloten, der auch ein städtischer Mitarbeiter ist und die städtische Drohne fliegen darf und der das Ganze jetzt hier eben sozusagen in Bildern für die Ewigkeit festhält. In diesem Sinne einen schönen Abend.